Wir werden auch ein Stück weit unsere Entscheidung nicht einfach machen. Denen da oben, denen zeigen sie es, laut und wütend und aufgebracht. Bürgerversammlung in Killer, 600 Seelen, Zollernalbkreis. Ich möchte gerne wissen, wer 40 Männer betreuen kann. Und wir sind einfach nicht gewillt, unser Hab und Gut noch verteidigen zu müssen. 40 Geflüchtete sollen in das kleine Dorf kommen. Landrat Günther Martin Pauli kriegt den ganzen Hass ab. Volle Breitseite. Also ich war schon etwas überrascht. Ich hätte nie geglaubt, dass ich im Zollernalbkreis irgendwo mal sowas erleben muss. Das müssen wir ernst nehmen. Und das ist nur die Spitze vom Eisberg. Stein des Anstoßes, das leerstehende Gasthauslamm an der Bundesstraße, wo seit langem keiner mehr einkehrt, was nun zur Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert werden soll. Was ist da los? Woher diese Wut, diese Aggression? Solch lauthals gestörte Versammlung, angeheizt durch die AfD, das kennt man eigentlich nicht aus dem grün-schwarz regierten Wohlstandsbundesland im Süden. Trigema ist hier zu Hause, Freizeitkleidung, made in Germany. Diese Stadt ist nicht arm, Arbeit gibt's hier genug. Der Landrat dachte mal, wir schaffen das. Heute, sagt er, längst nicht mehr. Was sind Sie von Beruf? Bankkauffrau. Okay. Haben Sie Interesse da in dem Beruf, auch hier eine Ausbildung oder ein Praktikum zu machen? Ja, ich hab schon gefragt, die Ausbildung kann man machen, zuerst ab nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Ausbildungsplatz oder Arbeit finden, das Thema fast bei allen Geflüchteten. Zarina kommt aus Kasachstan, vielleicht wird sie auch abgeschoben. Sie waren mal voller Elan im Zollernalbkreis. Pauli zeigt uns eine Unterkunft mitten im Wohngebiet, ohne dass sich jemand aufregt. Heute stellt er fest, die Probleme nehmen zu. Wir kommen den ganzen Anforderungen nicht mehr nach. Und dadurch, dass es Open End darstellt, wie ein Fass ohne Boden, ist man hier im Maschinenraum der Städte und Gemeinden, hat man alle Hände voll zu tun, überhaupt den wenigen Wohnraum noch kreativ zu finden. Da klemmt es an allen Ecken und Enden. Die Ressourcen sind mehr als erschöpft. Die Gemeinden haben sich jahrelang angestrengt, meint der Landrat. Aber die Bevölkerung sei ausgelaugt. Das notwendige Ehrenamt, es bröckelt. Sprachkurse mittlerweile Fehlanzeige. Gleichzeitig wächst die Angst vor geflüchteten jungen Männern. Auch dort, wo nie was vorgefallen ist. Was ist Ihr Beruf? Haben Sie eine Berufsausbildung? Ich habe in der Türkei in Elektroautos gearbeitet. Sprache oder Job, ohne das wird es für die drei Männer aus Syrien in Deutschland ganz schwierig. 2 Monate nach dem Eklat bei der Bürgerversammlung ist die Stimmung nach wie vor angespannt. Aber ganz viele bemühen sich auch um Sachlichkeit. Nicht jeder bekommt Bluthochdruck beim Thema Migration. Ich glaube, damit beschäftigen eher so ältere Menschen, die sowieso ein bisschen ausländerfeindlich sind, so sage ich mal. Also ich weiß halt nicht, ob es so sinnvoll ist, wenn die Flüchtlinge dann nach Killer kommen, wenn alle eigentlich dagegen sind, weil dann fühlen sie sich ja auch nicht so willkommen. Sie müssen irgendwo Platz suchen. Man kann es immer auf die Außenliegende verteilen. Sie müssen selber Platz suchen für die Flüchtlinge. Sie ärgert sich schon ein bisschen, weil sie sich ungerecht behandelt fühlt im Nachhinein. Ich bin von Spanien. Ich bin nach Deutschland gekommen. Ich habe nichts bekommen. Ich habe geguckt, wie ich arbeiten müsste. Geht? Und die kommen und die kriegen alles. Der Bürgermeister, Mitte 30 und parteilos, er steht unter Druck. Muss die neu zugewiesenen Geflüchteten unterbringen. Er will die Wogen glätten, kein falsches Wort sagen. Das ist natürlich auch in der Demokratie wichtig, dass man verschiedene natürlich auch Meinungen dann wahrnimmt und dann aber natürlich auch in dieser Funktion immer versucht, auch diplomatisch jetzt und konstruktiv Lösungen zu finden. Dass hier bis 2020 schon einer Bürgermeister war, der zu AfD übergelaufen war, darüber spricht Davide Licht nicht gern. Auch nicht über dessen geistige Hinterlassenschaften. Gut, in dem Fall schaue ich in die Zukunft, auch mit dieser wundervollen und schönen Stadt. Und dabei möchte ich es auch weiterhin so handhaben. Doch selbst hier ist der Rechtsruck spürbar. Andersdenkende werden niedergemacht.
Kaum jemand hat den Mut, sich bei der Infoveranstaltung im Juli pro Geflüchtete zu äußern. Caroline Leicher schon. Mir ist es auch wichtig, dass auch die Presse das mitnimmt, ja, dass es auch Menschen gibt, die heute Abend eine andere Meinung haben. Ein paar Wochen später geht sie zur öffentlichen Gemeinderatssitzung zum Thema und sie gibt uns ein Interview, versucht es zumindest. Wie haben Sie denn den Abend erlebt? Also wie war das für Sie persönlich? Ja gut, zunächst muss man mal sagen, ich habe mich gar nicht zu der Sache an sich geäußert, sondern zu der Art und Weise der Kommunikation. Und ich habe aber im Nachhinein tatsächlich auch noch viel positive Rückmeldungen bekommen. Also ich glaube, dass da einfach auch viele Leute waren, die an dem Abend nichts gesagt haben, vielleicht auch überfahren oder überfordert waren. Wir unterbrechen mal ganz kurz. Wir werden jetzt gefilmt von dem Herrn. Wollen Sie uns sagen, warum Sie uns filmen? Nein. Und warum sind Sie heute hier? Auch kein. No comment. Damit ist das Gespräch mit Caroline Leicher leider zu Ende. Nee, tut mir leid jetzt. Wollen Sie nicht mehr? Nee, vielen Dank. Nervosität ist hier zu spüren vor der Stadthalle, vor der Sitzung. Viele haben Angst vor weiterer Eskalation. Ich gehöre nicht zu der Fraktion, die sich da mit Buhrufen hier was erstellen oder erzwingen wollen. Aber es geht mir darum, um das Thema, dass eine Ortschaft mit 600 Einwohnern sowas nicht stemmen kann. Es müssen andere Gesetze her, um diese Einwanderung etwas zu minimieren. Bei der öffentlichen Gemeinderatssitzung kommt übrigens nicht viel heraus. Der Bürgermeister zeigt Verständnis für den Unmut. Er appelliert an Berlin. Setzen Sie endlich die Brille der Realität auf. Die Grenzen der gesellschaftlichen Akzeptanz sind erreicht. Sie wollen nun versuchen, in Burladingen statt der alten Gaststätte kleinteilige Lösungen zu finden, also die Geflüchteten auf einzelne Wohnungen zu verteilen. Die Kommunen sind überfordert, die Bevölkerung besorgt, Landräte, auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, sie rufen nach Hilfe nach Berlin und auch nach Brüssel. Wir erwarten, dass dann eben auch die Bundesrepublik Deutschland in ihrer Flüchtlingspolitik im europäischen Kontext die Situation wieder in den Griff bekommt. Es kann nicht sein, dass da eine Schieflage entsteht, dass wir durch unsere Sozialleistungen quasi ein Magnet, eine Sogwirkung entwickeln und 30% aller Asylbewerber zum Beispiel im Jahr 2023 in Deutschland landen, obwohl Europa viel, viel größer ist. Wenn sie nicht anders verteilt werden in Europa, da ist Pauli sich sicher, dann werden die Lauten noch lauter und immer mehr.